Hi Leute, in zahlreichen vergangenen Videos auf meinem Kanal habe ich immer wieder nur zu gerne dieses Wortgeflecht von den wahren Demokraten zerlegt. Dieses wird zumeist von Politikern der Altparteien, aber auch von den Massenmedien verwendet und das nur mit einem Zweck, die Opposition einfach zu delegitimieren. Auf diesen links-grün-woken wahren Demokratiezug springen leider immer mehr Menschen auf. Auch eine ehemalige Top-Managerin. Und diese fordert mittlerweile sogar, wir brauchen in Deutschland kein Wirtschaftswunder, wir brauchen ein Demokratiewunder. Was sie hier wohl damit meint. Willkommen und willkommen zurück bei Jeder Euro zählt. Ich bin Steve. Damals passiert, Leute, die 500 Abonnenten wurden erst kürzlich geknackt. An dieser Stelle bleibt mir nur eins. Vielen herzlichen Dank an euch da draußen für eure zahlreiche Unterstützung. Und wenn ihr noch nicht abonniert haben solltet, macht doch das jetzt gleich. Und werdet auch ihr ein Teil der Jeder Euro zählt Familie. Zwei ganz kurze Artikel vorab. Ermittler finden Unterlagen zu Goldbarren in Büstrons Wohnhaus, deren Herkunft übrigens nach seinen persönlichen Aussagen lückenlos aufklärbar ist. Wo kommen wir mittlerweile hin in diesem Land, wo physischer Goldbesitz mittlerweile schon rechts ist? Fragen über Fragen. Auf der anderen Seite floriert mal wieder der Kriegstourismus, allen voran mit Politikern natürlich der Altparteien. Nämlich unsere Außenministerin Annalena Baerbock war in Kiew zu Besuch. Ganz überraschend und möglichst wenig medienwirksam, wie man hier sehen kann. Aber mal ganz ehrlich, Leute. Diese Frau gibt Tausende von Euro dementsprechend pro Monat, also unsere Steuergelder, aus, um sich so mit diesem Dress in Szene zu setzen? Echt jetzt? Also wie gesagt, wer es mag. Hier noch ein schöner Satz von ihr, weil muss ja dieses Angstlevel der Deutschen auf einem maximalen Niveau halten. Wir müssen jetzt unsere Kräfte bündeln, damit die Ukraine bestehen kann. Und damit Putins Truppen nicht bald vor unseren eigenen Grenzen stehen. Und ja, Putin hat keine anderen Probleme, als demnächst irgendwann mal die NATO anzugreifen. Weil ganz ehrlich, wird die Frau sich noch selber reden? Hauptthema, Deutschland wird vergiftet. Wir brauchen jetzt ein Demokratiewunder, meint zumindest Anna-Christina Gronert. Und ich persönlich kann nur eines sagen, wir brauchen kein Demokratiewunder, wir müssen einfach wieder zur Demokratie zurückfinden und nicht Andersdenkende hier in Deutschland ausgrenzen. Und genau so schaut es einfach aus. Hier ein Bild dieser Dame und hier auf diesem Foto daneben Demokratie mit einem Herzchen, auch noch ein Glatzkopf, hoffentlich ist es mal kein Nazi hier. Was meint sie hier denn weiter? Wo sind wir hingekommen, dass Menschen verprügelt werden, nur weil sie aus Sicht der Täter die falsche politische Meinung vertreten? Die Grundfeste unserer Gesellschaft erodieren gerade. Das ist auch Gift für die Wirtschaft. Was wir jetzt brauchen, ist ein Demokratiewunder. An dieser Stelle ein Statement von mir. Gewalt ist immer schlecht. Und mir ist auch total egal, aus welchem politischen Lager genau diese Gewalt kommt. Und mir ist auch egal, ob sie gegen einen Politiker oder gegen uns normale Bürger gerichtet ist. Gewalt ist falsch. Und Gewalt wird uns nie und nimmer ans Ziel bringen. Punkt. Fertig. Mehr braucht man nicht dazu sagen. Schreibt euch das bitte mal hinter die Ohren. Weiter hier. Weiter geht sie hier dann noch auf 75 Jahre Grundgesetz ein. Also dieses Grundgesetz, was vor einigen Jahren Menschen auf Demonstrationen hochgehalten haben, weil sie gegen eine allgemeine Impfpflicht waren. Ist das für sie auch Demokratie, Frau Gronert? Und natürlich ein Matthias Ecke von der SPD muss natürlich jetzt bei diesen Gewaltangriffen immer ganz besonders hier halten, weil es ist ja einer der Guten, der hier zu Schaden gekommen ist. Natürlich auch eine Franziska Giffey, die mit einem Turnbeutel auf den Hinterkopf geschlagen wurde. Dementsprechend wird immer hervorgegraben. Das war auch eine Riesen-Headline. Aber wenn AfD-Politiker angegriffen wurden, dann ist das maximal im Regionalteil. Also findet mir bitte den Fehler. Dann habe ich mich gefreut, weil diese Frau Gronert scheint ja eine waschechte Demokratin zu sein, dass sie doch sicherlich nun auch auf AfD-Politiker eingehen wird, die Gewalt erfahren haben. Dann habe ich weiter nach unten gescrollt, aber da kam nichts mehr, weil hier schon als nächstes die Grundfesten unserer Gesellschaft erodieren. Also die AfD-Politiker sind die Bösen, die sind nicht so wichtig, aber die Altparteien, die kramt man hervor, wie schlimm es denn da ist. Und in Wirklichkeit, Gewalt gegen Parteien passiert am meisten gegen die AfD. Und hier würde ich sie mal ganz kurz aufklären.
aufklären müssen. Denn in Bezug auf gewalttätige Angriffe auf Politiker musste im Jahre 2023 die AfD das meiste einstecken. Warum erwähnt sie das nicht in ihrer sogenannten Kolumne? Weil das vielleicht die Bösen ist und weil die Gewalt hier vielleicht gewünscht ist und das soll Demokratie sein? Schämen Sie sich! Und natürlich kommt die AfD auch bei einer Frau Gronau zur Sprache, aber nicht so, wie ich gedacht habe. Gut, im Grunde habe ich es ja vermutet, aber wie gesagt, lest euch hier diesen Rotz mit mir durch. Inzwischen nehmen viele AfD-Anhänger das alte Gaulands-Zitat wörtlich, also dieses "Wir werden sie jagen", was natürlich komplett aus dem Kontext gerissen wurde. Aber gut, die linksgrünen Wogen sind ja etwas zart beseitet. Weiter aber hier. Wir anderen, also die Guten, die Demokraten, die Aufrechten gegen die Rechten. Liebe Frau Gronau, es hat schon immer links, liberal und rechts gegeben. Müssen Sie in Ihrem Alter eigentlich wissen. Demonstrieren gegen Hass und Hetze unter dem Hashtag "Wir sind mehr". Wow, thumbs up. Und wie gesagt, genau was ihr macht, ist eine Täter-Opfer-Umkehr, nicht mehr und nicht weniger. Nur, wie lange gilt der Slogan noch? Wann übernimmt eine noch schlagende Minderheit die schweigende Mehrheit? Das hatten wir in Deutschland schon mal, als wieder der Schulterschluss zur bösen Nazi-Zeit in Verbindung mit der bösen AfD, wo ja alles Nazis sind. Apropos Demokratie, und hier ist eine Frau Gronert auch nicht anders wie die ganzen links-grünen Wogen-Gutmenschen. Wohin auch heute noch eine demokratische Gesellschaft driften kann, zeigt das Beispiel USA, wo bald ein Mann zum zweiten Mal Präsident werden könnte. Und ich gehe davon aus, Trump wird es wahrscheinlich auch wieder machen. Der selbst für Ausgrenzung steht, der nicht Zusammenhalt fördert, sondern Spaltung unter dem Jubel seiner Anhänger. Also, wenn der richtige Präsident gewählt wird, also ein Herr Biden, natürlich ein demokratischer Präsident, also auch eher so links-grün-vogue, wie bei uns eben die Ampelregierung, dann ist es eine gute waschechte Demokratie. Wenn ein böser Trump von den Republikanern gewählt wird, dann ist es ein böser Diktator und dementsprechend ein böser rechtsextremer Rechtsradikaler oder wie auch immer. Und Frau Gronert, das verstehen Sie unter einer Demokratie. In einer Demokratie entscheidet die Mehrheit, also das Souverän, das Volk, über das, von wem sie regiert werden wollen. So einfach geht Demokratie. Warum geht es in solche Köpfe wie ihn nicht hinein, dass das einfach Demokratie ist? Aber genau sie wollen diese Demokratie biegen, sage ich mal, wie es ihnen gefällt. Und zumeist zum Schaden des Bürgers. Doch was bewegt nun diese Frau Gronert, solch antidemokratische Themen meiner Meinung nach von sich zu geben? Können wir ganz gut hier nachlesen. Nämlich kürzlich hat diese Frau Gronert eine Firma gegründet. Ein Matchmaking-Netzwerk, das Hilfsprojekte, also Bettler, mit dem sozialen Investitionspotenzial von Unternehmen zusammenbringt. Also halt dementsprechend quid pro quo, gute PR für uns, für das Unternehmen, weil wir sind so gut, so links, so grün, so woke und dementsprechend die Bettler bekommen auch noch ihren Anteil. Einer der Gründe, warum sie jetzt hier dementsprechend sich so links, grün, woke artikuliert, das ist zumindest meine Meinung. Und auch hier natürlich müssen auch ihre Bücher dementsprechend beworben werden. Hier das verborgene Kapital, wie wir Wertschöpfung neu erfinden müssen. Wir müssen Wertschöpfung nicht neu erfinden, wir müssen sie nur in die richtigen Bahnen lenken. Darüber brauche ich kein Buch schreiben, ganz ehrlich, das könnte ich euch auch hier in 10 Minuten erklären. Hier zu einer Top-Managerin von Deutschland, die auch in einer Unternehmensberatung war. Und mal ganz ehrlich, liebe Frau Gronert, ich persönlich bin der Überzeugung, Sie sind wahrscheinlich nur wegen der Quote irgendwie an diese Posten gekommen. Aber weiter im Text. Und diese Frau Gronau zieht ja wirklich sämtliche Register. Und teilweise frage ich mich wirklich, ob es hier so eine links-grün-woke Abhakliste gibt, sage ich jetzt mal, böse Angriff auf die Altparteien, ganz, ganz böse. AfD ist schuld, obwohl die meisten Angriffe erfahren haben. Und die Altparteien haben gar nichts falsch gemacht. Also es ist alles wunderbar gelaufen. Aber dann kam die böse AfD. Ich glaube, 2013 war ja das Gründungsjahr. Und dann ist ja alles den Bach runtergegangen, obwohl die AfD ja niemals in Regierungsverantwortung gewesen ist. Und die AfD hat sich doch nur gegründet oder beziehungsweise konnte sich etablieren, weil die Altparteien einfach nur noch Mist gebaut haben. Und können wir hier noch lesen. Gift für die Wirtschaft. Uns geht durch euer Tun Wohlstand flöten.
natürlich auf die AfD wieder bezogen. Die AfD ist ja an allem schuld. Wenn es die AfD nicht war, dann ist es Putin, in Zukunft dann wieder Trump. Ganz ehrlich, merkt ihr noch, was ihr redet? Merkt ihr noch, was ihr sagt? Die CDU, CSU, SPD hat viel Schwachsinn auf den Weg gebracht und die Ampel hat es verwandelt. Deutschland steht nicht schlechter wegen einer AfD und der Wohlstand ist auch nicht wegen der AfD gefährdet. Der Wohlstand ist gefährdet wegen der desolaten Politik einer Ampelregierung, allen voran dem Heizgesetz und auch der Energiepolitik, weil sich kein Unternehmen, Industrieunternehmen speziell mehr eine Produktion hier in Deutschland leisten kann. Und wie gesagt, die Deindustrialisierung Deutschland wurde ja bereits eingeleitet, kann man überall nachlesen. Und die deutschen Firmen verlassen mittlerweile in Scharen unser Land, weil sie einfach hier nicht mehr konkurrenzfähig werden. So einfach ist es, Frau Gronert, Sie als Top-Managerin müssten das eigentlich wissen. Hier noch eine Aussage von ihr und ich kann, wie gesagt, diese Frau definitiv nicht ernst nehmen. Ja, das war polemisch, aber genau darum geht es. Deutschland war in den vergangenen Jahrzehnten ein Garant für Sicherheit Europa. Stimmt. Für Stabilität, eine solide Wirtschaft, verlässliche Politik, Menschen auf der ganzen Welt haben uns für unseren Wohlstand, unsere soziale Absicherung bewundert. Ja, und dann sind wir links, grün, woke geworden und ihr kennt den Spruch, go woke, go broke. Schauen wir uns genauer an, was sie hier noch weiter faselt. Wir brauchen ein Demokratiewunder, also ihre Grundaussage. Umso wichtig ist es, dass wir anderen genau das Gegenteil dessen tun, wofür die Hater stehen. Also uns selbst engagieren. Das mache ich zum Beispiel auch hier auf meinem Kanal. Also mache ich auch sehr gerne. Deutschland sind nicht die da oben. Deutschland sind wir alle. Nicht die da oben müssen etwas ändern. Wir alle können und müssen das. Ja, wie auch ich auf meinem Kanal. Ihre nächste Aussage schlägt im Fass wirklich noch den Boden aus. Weil ganz ehrlich, von Selbstwahrnehmung hat diese Frau wahrscheinlich noch nie etwas gehört, weil sie zitiert wirklich den Artikel 3 des Grundgesetzes. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, was nicht heißen soll, dass wir alle gleich sein oder gleich denken müssen. Also andere Meinungen sollte man vielleicht auch akzeptieren, das haben sie hier nicht gemacht. Unser Land lebt von der Vielfalt an Meinungen und Menschen und von der Toleranz ihnen gegenüber. Also da würde doch auch eine AfD dazu zählen oder nicht in einer waschechten Demokratie. Zuhören fördert den Zusammenhalt, Anschreien fördert nur eines, Hass. Damit hat sie vollkommen recht, aber auch nur in ihrer Traumwelt. Auf diesen letzten Satz von ihr möchte ich hier noch etwas genauer eingehen. Zuhören fördert den Zusammenhalt, muss ich ihr 100% recht geben. Aber wer wird denn in dieser Gesellschaft immer wieder und wieder ausgegrenzt, wenn man sich mal diese ganze Polit-Sendung genauer ansieht? 4 Linksgrün-Woke und ein AfDler, wenn überhaupt mal ein AfDler eingeladen ist und alle auf einen drauf. Da wird nicht zugehört, da wird einfach nur denunziert, nicht mehr und nicht weniger. Als wenn die Realität so aussehen würde, dass man miteinander redet. Und in einer Demokratie sollen eben alle miteinander reden, dass man irgendwann mal den goldenen Mittelweg findet. Dann wäre es auf jeden Fall dementsprechend der richtige Weg, meiner Meinung nach zumindest. Anschreien fördert nur eines, Hass. Wenn man hier dann mal sieht, wenn irgendwie die AfD irgendwelche Veranstaltungen hat oder Versammlungen hat, wie wird diese Partei geschasst? Wie gesagt, das ist der blanke Hass, der da auf der Straße ist. Und dieser wird angeheizt von den Politikern der Altparteien sowie von den Massenmedien. Und das nennen sie eine funktionierende Demokratie, Frau Gronert. Ich persönlich sehe das nicht so. Ihre Grundaussagen sind richtig, aber ihr Gedankengut ist absolut falsch und auf dem Holzweg. So Leute, in Bezug auf ihre Aussagen, eine überzeugte, meiner Meinung nach, Antidemokratin will uns erklären, was Demokratie ist, beziehungsweise wie eine Demokratie zu funktionieren hat. Schreibt mir gerne eure Kommentare und Meinungen hierzu unten rein. Vergesst mir nicht das Abo, nicht das Like. Für euch zum Ende nochmal wunderbarste Euros. Bleibt mir treu, werdet mir treu. Bis bald, euer Steve.